Die Saisoneröffnung des ersten VfL Potsdam wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Großaufgebot in der MBS Arena Potsdam. Wie schon im letzten Jahr veranstaltete der erste VfL auch in diesem Jahr ein Blitzturnier zur Saisoneröffnung. Mit dabei waren die Kooperationspartner, die Füchse Berlin und der Drittligakonkurrent HC Empor Rostock, der seit kurzem ebenfalls in die Kooperation Handballmacht Ost mit eingebunden wurde. Ja, wir haben das unter dem Begriff Handballmacht Ost ins Leben gerufen, weil wir versuchen wollen, die Kräfte zu bündeln. Eine Kooperation, die für alle Beteiligten immer mehr Früchte trägt. Und vor allen Dingen im Jugendbereich passiert da einiges. Das heißt, Spieler aus Berlin kommen nach Potsdam, Spieler von Potsdam gehen nach Berlin. Also da ist die Kommunikation sehr offen und da passiert sehr viel. Die Atmosphäre unter den Partnern war entsprechend familiär und locker. Jedenfalls bis zum Anpfiff der jeweils 30 Minuten langen Spiele. Auf der Platte wurde sich trotz aller Sympathien dann nichts mehr geschenkt. Den Anfang machten die Hausherren vom ersten VfL Potsdam und die Füchse Berlin. Ihrer Favoritenrolle wurden die Bundesligisten aus der Hauptstadt vor den über 1.100 Zuschauern vollends gerecht. Nach einer zwischenzeitlichen 12:5 Führung für die Füchse kämpfte sich der erste VfL dann aber noch einmal zurück. Am Ende stand aus Sicht der Potsdamer ein respektables 10:16 auf der Anzeigetafel. Ein Ergebnis, mit dem Trainer Daniel Deutsch gut leben kann. Auch im ersten Spiel gegen die Füchse waren wir sehr gut auf den Beinen, haben es trotzdem wieder geschafft, Räume eng zu machen. Das war quasi unser erster oder unser größter Punkt bis jetzt in der Vorbereitung und damit bin ich echt zufrieden. War das zu erwartende Ergebnis, wir haben deutlich verloren, aber ich denke, wir hatten auch sehr gute Situationen, haben sehr gut in der Abwehr gestanden und ein paar Tempo-Gegenstöße gemacht. Etwas härter unter die Räder kam der HC Empor Rostock. Die Füchse waren auch in diesem Spiel drückend überlegen und sorgten mit einem 20:10 für ein klares Endergebnis und den erwarteten Turniersieg. Richtig spannend wurde es dann im dritten und letzten Spiel des Abends. Die Potsdamer trafen hier nun auf die Männer vom HC Empor. Ein echter Liga-Härtetest, denn gegen die Rostocker werden sie auch in der kommenden Saison zweimal auf der Platte stehen. Nach umkämpften und intensiven 30 Minuten hatten die Gastgeber zum Schluss dann aber doch die Oberhand. Vor allem Torwart Jan Jochens hatte mit gleich mehreren Paraden in der Schlussphase einen großen Auftritt und war maßgeblich am 10:9 Sieg seines Teams beteiligt. Rostock kennen wir ganz gut und wir konnten jetzt, nachdem wir letztes Jahr keinen einzigen Sieg hatten, heute endlich mal gegen sie gewinnen. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning ist jedenfalls überzeugt von der Zusammenarbeit und hat mittelfristig große Pläne mit den beiden Kooperationspartnern. Das wäre ja schön, wenn es uns mittelfristig gelingt, mit Rostock und Potsdam auch in die zweite Liga zu gehen und unseren jungen Spielern in der Region auch die Alternative von der ersten bis zur dritten Liga geben zu können. Ein Szenario, mit dem sich der erste VfL Potsdam sicherlich auch gut anfreunden kann. Wir sind gespannt und warten schon auf die kommende Saison, wenn es in der MBS Arena Potsdam endlich wieder richtig zur Sache geht. Die Saisoneröffnung des ersten VfL Potsdam wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse.